Five. Und ja, wir werden es gleich sehen, ob es dir ja neuen Tickets gibt, ob es neue Picks gibt oder nicht. Aber eine Neuigkeit kann ich schon mal geben: Das Starladder-Ticket ist jetzt endlich gescheit drin. Davor hat es noch einen komischen Code, jetzt wirklich komplett drin. Troll Warlord für Moskau 5, Secret mit ja, Bad Red Avenge. Okay, es gibt hier dieselben Picks von vornherein, aber gut, wir hatten keine lange Pause. Ist verständlich, dass die Teams hier dieselben Drafts angehen. Und ja, Desert Troll, haben bisher schon relativ viel gesagt, aber ja, was erwartest du dir hier noch? Kommt, wir hatten Brewmaster noch von Secret, kommt hier ja noch mehr Pickoff oder auf was wird Secret hier in diesem Spiel vielleicht gehen werden, gehen wollen? Da kommt jetzt nochmal der Baraner-Pick, also da, die werden jetzt den Brewmaster mit einstreuen. Also das Letzte, was ich jetzt sagen wollte vorhin noch war, der Brewmaster-Pick ist halt von Secret sehr flexibel einsetzbar. Sie sind damit aggressiv gegangen, hat gut funktioniert, a Dual-Lane quasi, und haben damit den Slark outfarmt. Wird gegen den Troll so 1 zu 1 nicht funktionieren. Aber ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, den Troll hochzuwirbeln und so. Und ich denke, Secret wird wieder versuchen, die Fights zu ihren Gunsten zu splitten. Wie sie es vorher auch gemacht haben. Quap, also auch in die Richtung Fight Splitter. Brewmaster ebenso und Bad Rider auch. Ja. Und damit sind sie gut gefahren. Und ich glaube, da haben sie Moskau 5 ordentlich unter Druck gestellt. Ich glaube, das wird wieder so in Richtung dominantes Laning into sehr, sehr schneller und effektiver Push into gute Teamfights, Pick-off hier und da und wirklich dominante Tore nehmen. Aber Moskau 5 hat jetzt den Venomancer eingestreut, kann Daggers canceln, kann Towers dezent depushen mit den Wards, sehr, sehr gut für Vision und durch die Veno-Ulti darf man natürlich auch nicht vergessen, die auch noch ihren Teil dazu beiträgt. Also mir gefällt auf jeden Fall das, was Secret da hat. Das ist alt, sag ich mal, altes, was schon ausgetestet wurde, was man jetzt hier wiederbringen kann. Und Moskau 5 ändert so ein bisschen den Kurs, aber der gefällt mir eigentlich relativ gut bis jetzt. Was denkst du? Ja, also Venomance ist auf jeden Fall auch die Frage, wird der Support. Gott, irgendwie in meinem Hals. Ja, wird der Supporter, wird der Core Hero werden? Das ist so die Frage. Aktueller Trend ist eher zu einem Offlane-Venomancer, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Auch wenn es wieder zu, ja, vielleicht einer 1 gegen 1 Lane kommt, hatten wir in letzter Zeit häufiger eher viel Dual-Lane, viel experimentelles Laning. Würde natürlich auch vielleicht heißen, wir sehen wieder eine 1 gegen 1 Lane. Und Venomancer, wenn er ein paar Level hat, dann seine starken Wards, dann ist er ja nicht zu unterschätzen. Also, Venomancer Pick gefällt mir hier sehr gut, auch in den Fights. Stark, Bad Rider hält nicht so viel aus. Brewmaster, gut, den juckt der Ulti wenig mit seinen Splits. Aber egal, was da von Secret noch kommt. Ja, Mirana, auch schöner Hero auf jeden Fall. Mit dem Arrow sieht man nicht mehr ganz so häufig die Mirana. Aber ja, Secret, wenn das wirklich ein Farming Venomancer mit einem schnellen, ja, vielleicht Midas into Agar wird, dann wird es für Secret auf jeden Fall in dicken Fights gefährlich werden. Und mit Bad Rider und Brewmaster gehen sie auf jeden Fall auf dem Fight-Lineup. Also Venomancer erscheint mir hier ein sehr, sehr starker Pick. Ja, auf jeden Fall. Die Potter, muss ich sagen, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, die jetzt auch zu diesem Zeitpunkt zu bringen. Ist ja auch, sag ich mal, ein gewisses Risiko dabei, setzt auf jeden Fall eine gewisse Fähigkeit voraus, den Arrow zu schießen. Ist aber schlussendlich trotzdem kein Safe-Stun. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das Element hier reinbauen. Potom ja generell mit der Ulti ersetzt auch so ein bisschen das Smoke, zwingt die gegnerischen Supports immer Anti-Invis dabei zu haben, macht sie natürlich insgesamt dadurch ärmer, hat auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zu carryen, wenn sie den Farm bekommt, was hier auch noch nicht abzusehen ist schlussendlich. Und hat auch, was auch ein Vorteil dieses Helden ist, er kann auch Troll ganz gut auf Distanz halten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier entwickelt. Also der Potter-Pick, der fasziniert mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie der mit dem letzten Pick Synergien wird. Und hier, die streuen einfach noch ein SK an, ein, und wenn man das sieht, also Sand King Ulti, Veno Ulti, also das deutet auch ganz klar auf den Veno Core hin. Wie du schon angesprochen hast, scary Teamfight in Moskau 5 da auf jeden Fall
an den Start bringt, muss ich sagen. Aber Secret perfekt zum Fight splitten. Ja, ja, das stimmt. Muss und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Venomancer bräuchte halt im Idealfall einen Aga. Er braucht auf jeden Fall Level. Sein Level 1 Ulti zwar stark, aber man will natürlich auf Venomancer so schnell wie möglich Level 11, Level 16 Ultimate. Deswegen auch eine Midas sehr stark auf ihm. Wenn sie den Weg Midas Venomancer gehen, dann noch einen Sand King im Wald haben, der sich einen Dagger farmt, könnte eventuell sehr, sehr greedy sein von Moscow 5. Sie brauchen auf jeden Fall erstmal auch Items zum Fighten. Auch der Troll macht schon viel, aber wenn er keine Items hat, tut er sich auch ab und zu schwer, an Gegner ranzukommen. Vor allem dagegen ist ein Venge Swap. Wenn der Troll mal irgendwie ja, in die Reichweite von Brew oder so kommt, kommt ein Swap, dann ist er wieder weg. Währenddessen hitten die Heroes drauf. Kommt natürlich noch drauf an, was Secret hat, aber ja, eventuell vor allem Sand King. Ich sehe es häufiger Sand King, aber man kann den Hero natürlich leicht bestrafen. Man weiß, was er macht. Er stackt seine Camps, farmt dann irgendwo. Und ich stelle mir gerade vor, da kommt dann, ja, Mirana. Eventuell Looming Support, die einfach deinen gegnerischen Arrow Richtung Sand King einen Arrow schießt, wenn sie Sight drauf haben. Und dann ist dann Sand King, der hat einen 5 Sekunden Stun abbekommen, der wird dann von den Creeps, die er gerade abfahren will, verkloppt. Also, ja, Sand King, ich mag den Hero selber sehr gerne, aber mittlerweile hat sich halt rumgesprochen, wie der gespielt wird, was man mit ihm macht. Und das erlaubt Secret dagegen eigentlich gut zu reagieren, würde ich behaupten. Clockwork ist gebannt, Stormspirit auf der anderen Seite und Spectre für Secret. Okay, das ist ein Carry, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hätte, muss ich gestehen. Ja, aber mit dem, was Secret da hat, geht wieder Richtung Fightsplitting unglaublich gut. Ne? Spectre Ulti zwingt die Gegner in alle Richtungen zu laufen, um die Illus zu kiten. Brewmaster Ult, damit läuft man auch weg davon und Bad Rider zieht in der Zeit irgendjemanden raus, da wird vielleicht noch einer Geralt. Wobei Moscow 5 einen sehr zentralisierten Fight hat. Sie wollen all das Secret am besten, alle auf dem Fleck stehen, alle auf dem Haufen stehen. Man muss aber auch sagen, von Secret sehr clever mit Aspekte. Kann vorzeitig, wenn sie dann irgendwann mal Radi hat, das Dagger von Sand King canceln von einem potenziellen Venomancer, falls es dann irgendwann mal hat. Ist auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut. Und das, was sie da haben, mit dem lässt sich auch locker zu viel Space createn, während die Spectre auf einer Lane farmt. Gefällt mir gut auf jeden Fall. Fügt sich wunderbar in den Draft ein und sichert Secret auch ganz bequem das Late Game. Ja, und jetzt, wow, jetzt wird's, also nicht nur experimentell, jetzt wird's hier interessant auf der Seite von Moscow 5. Tusk hinten dran und Afterlife nimmt den Sand King, sieht gerade so auf, haben die Spieler geswappt. King Air, was macht der denn hier? Der war davor noch, wer anders dabei. Fällt mir gerade so auf. Davor war, ich habe den Namen vergessen, der Wisp gespielt hat. Das war auf jeden Fall nicht King Air. So viel wissen wir schon mal. Haben anscheinend hier Spieler geswappt zu so später Stunde. Tusk als letzten Hero. Klar, Jomi, der nimmt den Venomancer, wird damit auf die Core-Rolle gehen. Könnte das vielleicht, ich weiß nicht, ganz experimentell, wir haben Venomancer Mitte, Troll unten und eine aggressive Trylane mit Tusk, Dazzle und Sand King, die dann Triple Snowball into Dazzle Heal into Sand King Stun. Also stelle ich mir ziemlich gemein vor. Also ich weiß nicht, wie siehst du das Potenzial, weil Tusk, ich muss immer bei Tusk an aggressive Trylane denken, die den Gegner einfach ins Gesicht rollen. Nicht springen, aber rollen. Oder ja, was hältst du, Tusk? Ja, auf jeden Fall mit Healing Bomb ernst zu nehmen. Ja. Und wenn da vielleicht, ich bin noch nicht sicher, ob der Troll da dabei ist auf der Aggressive Chillen, aber gefährlich auf jeden Fall, ganz gefährlich. Auch, also ich würde auch Secret an der Stelle empfehlen, die Runen einfach gehen zu lassen, weil das wird ganz schwer, das zu fighten auf jeden Fall. Und Tuspik gefällt mir. Ich bin auch noch gespannt, wie er sich halt ins Lineup einfügen wird. Bin da nicht so sicher, der hält. Hat Potenzial, sie klopfe so ein bisschen an, finden aber nichts. Ja, wurden da auch gespottet von S4. Ich nutze die Zeit mal ganz kurz, um durchs Lineup zu gehen. Hier wird wahrscheinlich weniger passieren. ZXC auf dem Troll Warlord, wir haben King. Ja, okay, so viel zu, da wird nichts passieren. Oh, das ist ein
Das ist ein richtig gieriger Snowball. An Papi am Tower, aber sie kriegen ihn! Sie diven an den Tower zu viert mit dem Snowball, aber er ist vor, schnappt sich jetzt da erstmal direkt den Sand King. Jetzt ist der Chase da. Kuroki hat keinen Stun, aber wird auch bald wieder Mana haben. Jetzt hat der Counter Go auf Atizi, der Heal von Dazzle kommt. Und Atizi rennt Highground, aber Atizi geht down in den nächsten Snowball. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! GG! Nein, oder oh nein! Oh mein Gott! Nein, oder? Oh. Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Die steht zu fünft auf der Klippe! Die steht zu. Oh mein Gott! Nein, der Sand King ist noch an. Oh mein Gott! Da darf jetzt keiner vorbeigehen, sonst snowballen die runter. Okay, oh mein Gott! Gecallt, aber wurde offensichtlich wieder abgebrochen. Ich weiß nicht, kannst du so früh überhaupt GG callen? Das war in der dritten Sekunde. Ja, doch, also das ist jetzt eigentlich. Oh, auf die Creeper vielleicht? Ja, oh ja. Aber oh mein Gott, oh mein Gott. Und da kommt der Arrow geflogen, trifft Chomi. Machen sie daraus jetzt noch was? Nein, machen sie nicht, aber oh mein Gott. Der härteste Lachflash seit Jahren. Oh mein Gott. Sie ist doch voll Artisio, der stirbt auf der Klippe. Oh mein Gott, also, wow, wenn das kein Best-of-Video geben wird auf meinem YouTube-Channel, weiß ich, oh mein Gott, ich pack's nicht, ich pack's nicht. Also das war jetzt definitiv, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich pack's der nicht. Der Venomancer kommt ungefähr 10 Jahre zu spät in die Mitte, Brewmaster ist Level, fast Level 3, gerade mal Level 1, pfui. Das hat jetzt so ordentlich was zerstört hier gerade. Wir haben S4 mit Level 3, Chomi Level 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, mich hätte es hier nicht mehr überrascht, wenn sie den GG-Call ernst gemeint hätten. Gut, er hat es wahrscheinlich so auf das Roffel von Atizi so, ja, GG. Werden es natürlich noch probieren, du gibst kein Game. Wow, in der Mitte! Okay, ich hab's zu spät gesehen. Okay, da kam wirklich ein Arrow von Papi. Der Rooming Mirana seit langem nicht mehr gespielt hat, aber jetzt spielt. Und ja, kann es auf jeden Fall. Arrow in der Mitte. Und ja, Moskau 5, sie sind natürlich jetzt in der Gefahr. Sie entscheiden sich trotzdem, eine aggressive Trialin zu spielen. Hut ab, sie sind spät zur Lane gestartet, aber ja, trotzdem, die aggressive Trialin wird hier gespielt, um zumindest die Spectre vom Farm abzuhalten. Okay, es ist noch nichts vorbei. Also klar, haben jetzt einen schwereren Start ins Game. Sie sind alle ein bisschen underleveled. XP-technisch 1000 hinterher. Ist am Anfang halt auf jedem Hero gut fast ein Level. Aber denke, sie können es machen. Was hältst du vom Sand King unten auf der Bottom Lane? Safe Lane Farm gegen Zai mit Sand King. Sollte ihm doch ein schnelles Dagger geben, oder? Was hältst du davon? Sollte ihm ein schnelles Dagger geben. Ja, Sand King ist generell gut gegen jeden anderen Melee auf jeden Fall. Aber gegen einen Badrider, wo man nicht mal in die Nähe der in der Mitte, Chomi. Ja, Chomi, der hat jetzt einfach die Todesmitte hier erreicht. Chomi ist Level 2 gegen S4, der jetzt auch schon bald Level 5 ist. Das heißt, ja, also für Chomi, der kann die Mitte eigentlich aufgeben. Und das ist der schlimmste Verlust. Oben die aggressive Trialane läuft trotz alledem gut. Können hier Teezy hier abhalten. King Ara findet der eventuell sein Snowball. Nein, findet nicht. Aber ja, Chomi, ich sehe keine Chance mehr, wie er hier gegen S4 irgendwie die Mitte gewinnen will. Der muss schöne Arrow auf ZX. Hier, aber da kommt jetzt der Rache Snowball, geht direkt drauf, Atizi läuft weg, kommen da nicht hinterher, sehen ihn nochmal, geben ihm ein paar Hits mit, Kuro steht bereit, schöne Ice Charge, also dicke Ice Charge, also ich muss sagen, der Tusk, der macht hier richtig die Plays, also der regelt und auch Papi geht down, Beacon stirbt hier gerade noch gegen Mirana, aber ich muss sagen, King R, der spielt einen dicken Tusk. Nein. Ja, dachte auch, der kommt zum Regeln. Aber ich muss sagen, dicker, also King R, der erste Snowball, der hat ihn ein bisschen was ruiniert, aber er holt jetzt gerade auch auf zumindest auf dieser aggressiven Trialane sehr, sehr viel raus. Wahnsinn. Also. Ich pack's immer noch nicht, dass ich das gerade gecastet habe. Ich stell mir gerade vor, wenn der Sand King nicht gestorben wäre, dann wären sie da zu fünft oben. Wobei Sand King mit Stun halt natürlich runterkommt, aber. Ja, also das war. Die totale Katastrophe, muss man sagen, auf der anderen Seite muss man sagen, so ein Start, so komisch es sich jetzt anhört, ja, aber so ein Start hat sich Secret hat wirklich gebraucht, weil mit dem aggressiven Lineup, was sie da haben, das gleicht das Ganze schon so ein bisschen wieder aus, ne, und
Der Veno in der Mitte, der macht nichts. Oh, Mitte jetzt? Ja, in der Mitte, nächster Snowball. Auf S4, der ist noch nicht Level 6. Vielleicht die Möglichkeit, den hier irgendwie zu töten, aber Kuro reagiert direkt mit einem Stun. Und ja, das wäre wichtig gewesen hier. Aber Chomi erholt sich in der Mitte doch nach wie vor. Muss auch sagen, nach so einer Situation, du spielst hier gegen Secret, eines der besten EU-Teams, dann passiert dir sowas. Weiß nicht, das ist, glaube ich, so mental, sag ich mal, das Schlimmste, was passieren kann. Weil stehst da zu viert oben auf der Klippe und jeder denkt sich erstmal, fuck off. Ich bin mir sicher, Beaknum hat diese GG auch teilweise so ernst gemeint, da hat sein Team gesagt, nein, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, aber muss sagen, zumindest oben auf der aggressiven Trial-Lane haben sie sich davon erholt und da läuft es relativ viel geplant. Tizi bekommt nichts aus dieser Lane raus, der Troll farmt oben gut, also zumindest da läuft es gut und eine Spectre, die nicht ins Game kommt, ist natürlich auch, ja, weiß nicht, schwer. Also mit einer Spectre, klar, du kannst mit Ulti immer mal wieder irgendwo Kills holen, aber ja, das ist trotzdem nicht sehr ideal hier für Secret, weil der Troll, der wird schnell eskalieren. Auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, Sai's Farm ist echt awesome. Er hat 44 Last jetzt am Start und... Der hat jetzt gleich einen 7 Minuten Blinkdagger oder sowas in der Art. Oben jetzt, er ist vor mit der Rotation und nächster Arrow. Also Papi, ich glaube, der hat hier eine 100% Arrow Hitrate. Aber unten stirbt gerade besagter SSI gegen Afterlife. Ohne Ultimate, okay? Ich bin gerade komplett verwirrt. Der hat Sandstorm und Stun auf 3. Der hat sein Ultimate nicht geskillt. Aber er kriegt den Kill auf 2. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Nur mit Stun. Okay, ich glaube, der hat sich von den Creeps ein bisschen zu low hitten lassen. Ist was, womit man nicht unbedingt rechnet, aber... Ja, trotz alledem, für Afterlife läuft's unten und das wird auch ein Sand King. Der entscheidet sich hier für Soul Ring. Also ich bin von Afterlife hier gerade, also genialer Kill unten, aber ich bin ein bisschen überrascht, was der hier mit seinem Itembild bezweckt. Statt schnellem Dagger skippt der Ultimate und geht auf Soul Ring, okay? Weiß nicht, der Gedanke Soul Ring in der Mitte, Chomi muss hier gerade aufpassen. S4 ist da, aber King R mit der Rotation hat jetzt auch einen Snowball. Ja, Snowball sich selber rein, jetzt einfach Chomi noch einpacken. Bin raus. Ich bin auch raus. Oh Mann, Game of DCs. Bitte lass dieses epische Game jetzt nicht enden. Bitte nicht. Nicht so. Nicht so nach diesem Start, bitte, Herr im Himmel. Wow. Wahnsinns-Game auf jeden Fall bis jetzt. Ja, muss auch sagen, Moskau 5, weiß nicht, ziehe heute so viele Hüte, ich weiß nicht, so viele habe ich gar nicht in meinem Kleiderschrank. Gut, ich habe keinen einzigen, aber ja, die haben sich echt gut erholt davon. Also ich glaube... Ich hätte da ernsthaft wirklich GG und gesagt, hey, lass mal das, das war's. Aber ich kann auch gerade leider nicht reconnecten, ne? Mal schauen, was los ist. Die Dota-Server irgendwie am Sterben. Oh Mann, oh Mann. Ja, also anderen sind auch disconnected. Oh Mann, das ist kurz vor 12. Ich muss morgen um 6 den Bus zur Arbeit nehmen. Und wir haben Game of Pause. Wäre ja auch zu schön gewesen, dass wir beide mal zusammen kamen. Ah, okay, wir sind wieder da. Aber es ist noch gepaust. Aber ja, wäre zu schön gewesen, hier mal was zu machen, was zu casten, ohne nervige Pausen. Aber gut, hoffen wir, die Server halten jetzt, würde ich sagen, oder? Ich hoffe es, auf jeden Fall. Also, zweite Unterbrechung für heute Abend. Wir warten auf die dritte. Nein, nicht, aller guten Dinge sind nicht immer drei. Wenn es um Disconnects geht, dann eher weniger. Was ist hier jetzt in der Mitte passiert? Okay, wir sind da, wo es uns rausgehauen hat. Ist natürlich sehr ärgerlich für King R. Ich glaube, der hat den Snowball nicht mehr rausgekriegt. Und das könnte hier Chomi das Leben kosten. S4 kommt zwar wieder Afterlife mit der Rotation rein. Hat Soulwing bereit. S4 ohne Ultimate. Und da geht er jetzt auch hin mit dem Stun. Und guter Ice Charge into Snowstorm und King R. Okay, reicht hier nicht. Macht den Last dann einfach selber. Ja, um auf den Punkt nochmal zu kommen. Was hältst du hier von Afterlife? Ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine Itemwahl bzw. auch ein Skillbild auf Sand King gesehen, muss ich gestehen. Ja, das ist halt der Ersatz für die Mana Boots, die hier nicht benötigt werden vom Team. Und das ist sozusagen das Solo-Bild, den man auch oft im Pub sieht. Oh, der Batrider! Oh, Batrider, oh. Ja, Epicenter down. Okay, also ich weiß nicht. Gut, wir haben es vorhin gesehen, mein MMR nicht das höchste. Auf deinem Niveau siehst du sowas öfter. Naja, also der Mix ist ja quasi jener
Ich benutze den Soul Ring und habe dann immer easy, sag ich mal, live region durch die Tranquil Boots. Ne? Funktioniert sehr gut, ist sozusagen der Ersatz, der billige Ersatz für die Tranquil Boots, aber ist halt sehr egoistisch der Build, deswegen auch oft im Pub gesehen, wird auf Sports oft gemacht und sehen wir jetzt auch hier gerade so von ihm. Wie gesagt, ist halt die billige Alternative. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass durch die Tranquil Boots du noch ein bisschen mehr Mobility hast. Und ich denke, darauf wird sie hinauslaufen, auf jeden Fall mit dem Bild. Ah, okay, ja, verstehe. Ich weiß nicht, weil du sagtest, in Pubs gibt es das bei dir öfter, dass man so ein Soul Ring Tranquil Boots Sand King sieht? Ja. Ah, okay, ja, gut. Ja, du spielst ja mit deinen fast 6K ein bisschen höher als ich. Und in der Mitte nächster Arrow auf Chomi. Der catcht hier jeder. Double Rotation ist auf dem Weg. Afterlife mit dem nächsten Stun und wow, schön gemacht. Schöne Rotation. Und da kommt auch direkt der nächste Snowball. Zwei Leute eingepackt. Papi hat sein Lead bereit. Aber King A mit den. Okay, die Ice Shards treffen nicht durch. Geht nicht durch, aber trotzdem schöne Rotation hier gerade. Und ich muss gestehen, das Early Game trotz dieses dicken Snowball-Fails läuft hier nicht nach Plan für Secret. Arteezy oben wird jetzt gerade von Troll angegangen. Der macht jetzt erstmal den Tower Laster. Dann Arteezy, ja, wird dann noch angegangen. Ja, wie schätzt du hier den weiteren Verlauf des Spiels ein? Afterlife hat die Bottomlane eigentlich gegen Zai, ja nicht gewonnen, aber er hat zwei Kills gegen ihn gefunden. Und Zai überraschenderweise für Boots of Travel First. Also hier wird es richtig seltsam gerade. Statt einem schnellen Dagger geht er hier auf Boots of Travel First. Und ich weiß nicht, den Sinn erkenne ich nicht so ganz, muss ich leider gestehen. Oben Arteezy, der ist da raus, tipiert. Oben der Troll mit todesdicken Farm. Also was ist todesdick? Ich muss sagen, Zai, der hat 74 Lasts. Jetzt da unten ist vor. Sandstorm, Next Generation, wäre bereit. Kommt da auch direkt, aber im Firefly, ja, Afterlife. Und jetzt kann er halt nicht mal den Soul Ring ziehen. Geht hier einfach down. Ja, das ist immer die schlimmste Art des Sterbens. Aber wie schätzt du den weiteren Verlauf des Games ein? Weil die Early-Game-Phase für Moskau 5, trotz aller Schwierigkeiten, nenne ich es mal, läuft trotz alledem mehr als solide hier gerade, oder? Also man muss sagen, für da, für den Start läuft es wirklich solide, ja. Ich denke mir, die Lanes von Secret sind am Anfang sehr schwach. Sie brauchen jetzt im Midgame ein paar Kills, um da wieder reinzurutschen, sag ich mal. Moskau 5 hat einen quasi nicht vorhandenen Gold Lead, weil der Graf geht schon wieder runter. Da war eine Minute Pause und erstmal Troll AFK. Wunderbar. Ja, aber ja, ich stimme dir zu. Das Early Game jetzt nicht am stärksten, aber wäre da nicht dann Dagger besser gewesen auf Zai, auch wenn er jetzt seinen Dagger gleich hat mit dem Boots of Traveling, was ihn sehr mobil macht, aber wäre es dann nicht besserer Weg gewesen, direkt aufs Dagger zu gehen? Nein, ich denke, mit BOTs hat er sich auf jeden Fall eines gesichert, dass er, sag ich mal, von Anfang an auch diese Efficiency hat, dass er keine TPs kaufen muss und das ist natürlich eine Kostenersparnis, wenn man es über das ganze Game zusammenrechnet. Sprich, BOTs am Anfang sind auch aufs längere Spiel ausgerichtet, das einmal vorweg. Die zweite Sache, vom Item selbst profitiert man natürlich, dass man chasen kann, besser chasen kann, bevor man halt einen Dagger hat und wenn man es dann hat überhaupt. Ist halt sozusagen die teure Alternative zu den Tranquil Boots, die man normalerweise hat. Und ist natürlich das Item als solches am Anfang sehr teuer auf jeden Fall, aber ich denke, die Investition hier ist es wert und das Dagger hat er ja dann entsprechend auch gleich. Und einen kleinen Vorteil gibt es ihm auch noch, wenn er die Waldcreeps farmt, ist er halt wirklich schneller und kassiert nicht zu viel. Nächster Arrow von Papi, aber der erreicht Chomi dieses Mal nicht. Aber Papi, muss ich sagen, Rooming Mirana hat zwar erst einen Kill, einen Assist, aber seine Arrows sitzen auf jeden Fall. Also muss man hier auch sagen, ist natürlich XP-technisch jetzt ein bisschen hinterher, gesellt sich jetzt einfach hier zum Stacks-Farm vom Zai im gegnerischen Jungle. Der farmt einfach mal, reißt die gegnerischen Stacks ab und ja, der hat also, weiß nicht, sein Farm. Wie kommt man auf 89 Lasted in 10 Minuten? Das ist sehr, sehr stark. Also 10 Minuten. Man darf nicht vergessen, das sind viele Creeps dabei aus dem Wald. Ja, aber trotz alledem, der hat den Wald top gefahren plus die Lane. Also Zai sehr effizient. Ich meine, wann siehst du schon mal Boots of Travel Dagger auf Batrider nach 10 Minuten? Und der hat auch noch eine Bottle. Auf jeden Fall. Ja, der Brewmaster ist auch knapp vom Dagger.
Ja, das könnte da natürlich so ein bisschen den Turning Point geben. Atizi hat natürlich kaum Farm, kann aber durch Horn relativ schnell aufholen, wenn sein Team gute Fights nimmt. Der kommt am Ende dazu, snackt sich ein, zwei Kills raus. Ist relativ gut machbar für ihn. Und mit den zwei Deckern auf der Seite von Secret, die sehr, sehr früh bei Ready sind, beide, In der kommt Mitte. natürlich eine kritische Phase. In der Mitte Chomi, ich weiß nicht, Chomi hat in Spiel Nummer 1 zusammen mit Balana quasi alleine gewonnen, hier jetzt gerade, aber er musste einfach richtig einstecken durch diesen Fehler am Anfang. Ignum oben wird angegangen, hat aber Shallowgrave noch ready, da kommt jetzt erstmal Weave. King R ist da und Atizi wird da direkt jetzt angegangen, aber mit Haunt direkt auf den Dazzle. Ignum mit ja, Shallowgrave probiert hier irgendwie noch wegzukommen. Poison Touch ist da, King R an der Seite, auch Zai. Ja, der ist natürlich wahnsinnig schnell und da gibt es jetzt erstmal den ersten Kill. King R ist noch dabei und ja, gut, da kommt der Snowball, aber das ist auch nur der Snowball in den Tod. Wobei, kriegt er hier noch was? Er hat Ice Shards. Gut, nur auf Level 1. Und die Kombination reicht natürlich nicht, um jemanden wie Atizi aus den Latschen zu picken. Gibt ihm hier den nächsten Kill, aber Afterlife mit dem nächsten Epicenter holt hier zumindest den Trade raus. Während Zai, wie aggressiv ist der hier denn unterwegs? Ja gut, geht da einfach einmal durch, holt sich, deckert sich raus, die piet sich weg. Also der Hero ist halt jetzt schon sehr mobil. Und der erste Fight mit dem Dagger auf Zai alleine lief schon sehr im Vorteil hier gerade für Secret. Auf jeden Fall. Sieht man auch am Goldgraf, ist wichtig auf jeden Fall für Secret, die ersten Fights hier gut zu nehmen. Sie haben die Tools, die sie brauchen und sie müssen diese Fights auch auf jeden Fall gewinnen, denn sie sind gerade deutlich stärker. Sie haben auch, sag ich mal, den Farm auf den richtigen Helden, sozusagen. Sie haben das Dagger jetzt auf dem Brewmaster fertig, sie haben auf Batrider das Dagger. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten Minuten sehr, sehr ausschlaggebend werden, sehr, sehr wichtig. Ich würde mir von Veno wünschen, dass er die Wards ein bisschen mehr spreadet, damit auch das ein oder andere Dagger vielleicht gecancelt wird, was momentan noch nicht der Fall ist. Relativ zentral die Wards momentan gestellt. Ah, jetzt fängt er an, sich ein bisschen zu spreaden, das gefällt mir gut. Ja, und unten gibt's natürlich um die Runde. Na, King R. Ja, der wird auch direkt angegangen. Also, Zai, weiß nicht, Zai muss ich sagen, hier in allen drei Games. Jetzt kommt nochmal der Snowball, um da ein bisschen Zeit zu schinden für sein Team, um nachzukommen. Snowball, ja, Zai, der hat gelernt. Der will ihn nach oben auf die Klippe baiten. Und da kommen gute Ice Shots hier. Aber es vorkommt nochmal raus und die Rotation seines Teams kommt nicht. Also, ich muss eins sagen, bei Secret, Zai performt in allen drei Games sehr, sehr stark bisher. Seine Brute auch in Spiel Nummer 1 sehr stark gewesen, bis sie dann halt irgendwann nicht mehr reißen konnte, hier auch auf dem Bad Rider. Also dieser Farm, der ist wirklich richtig stark. Er ist vor jetzt in der Mitte mit dem Go auf Chomi, kriegt sein Ultimate noch raus, aber wow, der fällt sehr, sehr schnell um und biegt nur mit der Rotation rein. Kriegt gerade noch Shallowgrave raus, aber da kommt der Tornado von den kleinen Brulingen und der Shallowgrave, ja, wird ihn hier nicht retten. Jetzt kommt auch noch King R rein, aber ja, der art sich da direkt auf Kuroki, hat aber Wallows schon natürlich bereit, reicht trotzdem. Afterlife kommt hier auch nochmal ganz knapp weg, also jetzt eskaliert hier in der Mitte richtig Sandstorm. Ist bereit, aber das gezündet von Zai, der macht hier alles. Wallows Punch direkt gezündet, S4 ist da, hat sein Dagger bereit, geht rein. Das ist die Killing Spree für Zai und er ist vor weiter mit dem Chase auf den Snowball und den Tusk. Der soweit. Oh, Arrow. Wow, dicker Arrow. Wo kommt Papi denn her? Das denkt sich zumindest Tusk gerade. Und Papi, aber er kriegt. Nein, oh mein Gott. Er turnt. Er kriegt den Hit nicht raus. Jetzt, na gut, S4 muss regeln, aber Papi. Ich weiß nicht. Sigil regelt. Wahnsinn. Ja, Papi dachte, der Hit ist raus. Aber kam nicht. Aber trotz alledem kriegt hier natürlich Secret den besseren Trade hier aus dieser Aktion wieder. Oben die Spectre unter Druck? Oh nein, okay. Ja, nee, kommt hier nochmal weg. Sich da im Wald. Ja, ZXC jetzt mit dem ja, Yasha zum Weg. Aber man sieht zumindest goldkrafttechnisch ist noch sehr, sehr eng. Aber wenn man die letzten Fights beobachtet, trifft genau das ein, was du gesagt hast. Secret sind Fights aktuell natürlich mit ihren Deckern deutlich stärker unterwegs. Oben S4 mit der nächsten Rotation. Alles klar bei dir? Ja, auf jeden Fall. Okay, da kommt jetzt der Stun. S4 steht oben auf der Klippe für seinen Clap. Aber ja, gut, man muss sagen, zumindest auch Afterlife hat sehr, sehr guten Farm auf dem Sand King hier. Hat sein Dagger mittlerweile bereit, wird als nächstes wahrscheinlich Staff of Wizardy, wird so der übliche Jules, das übliche Jules-Zepter werden. Papi unten, ja, ich weiß nicht, Papi, man sieht, man hört immer nur von uns, oh, Arrow, dicker Arrow, mehr macht er aber in diesem Spiel nicht. Und trotzdem ist er hier Level 8, während Chomi, der Midlaner, Level 9 ist. Der wurde in der Mitte, klar, komplett auseinandergenommen. Man muss sagen, Papi kriegt trotzdem hier seine XP raus. Großes Lob an ihn.
und macht hier auch sehr aggressives Warding. Also jetzt schon, wir haben Minute 15, er stellt schon die Highground Ward oben auf, um wirklich Zeit auch in den gegnerischen Jungle zu haben. Forst darf jetzt auf Zai. Ja, dass der hier gerade wie ein junger Gott farmt, muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Generell aber, es sieht nach einem ausgeglicheneren Game als in Spiel Nummer 2 aus. Moskau 5, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt schon hinten dran sind, auch wenn die letzten Fights nicht so gut liefen. Spectre ist immer noch aus diesem Game rausgenommen. Auch wenn sie 2-2 hat, sie ist networktechnisch weit hinten dran. Selbst Chomi, der in der Mitte zerstört wurde, hat mehr. Oh, der SK oben. Ja, ja, den haben sie. Ja, den haben sie jetzt. Sei, was oh, sie für Koordinationsschwierigkeit? Was? Da geht After Life. Kommt der da noch raus? Na, wow, der kann sich nochmal weg, aber okay, könnte auch ein Forster übrigens werden, fällt mir gerade auf, aber trotz alledem, da oben After Life rennt wie ein Mann. Und was hast du gerade gesagt? Ich hab gerade gemeint, das war eine Koordinationsschwierigkeit offensichtlich, weil gerade der Batrider quasi rausgelasselt aus dem. Oh, in der Mitte Chomi, nächster Arrow von Papi. Es vorgeht rein, aber schöner Snowball hier von King R, aber ja. Da wird sich einfach jetzt da vorbereitet. Papi wird angegangen, kommt nicht mal mehr der Walrus Punch raus. Wieder gehen drei Heroes down von Moskau 5. Papi am Gift, da stirbt er nicht mal dran. Und jetzt kann sich Secret. Ja, jetzt kaufen sie hier gerade Atizi hier Unmengen an Platz, der 1800 Gold. Wird es noch das Radiance werden für TZ hier oder was erwartest du die große Items auf ihn? Ja, ich denke schon auf jeden Fall. Also es ist immer noch ein gutes Timing, wenn er jetzt demnächst das Secret hat und ist auch ziemlich gut gegen die gegnerischen Helden, das Dagger zu disablen und generell sehr squishy Helden. Eigentlich 4 von 5 Helden sind ziemlich squishy. Und nach einer Spectre-Ulti sind die alle low HP und ich denke, das ist der Way to go. Und wenn das Radi von der Spectre ab ist, glaube ich, ist auch Schicht im Schacht für Moskau 5. Das heißt, Moskau 5 muss jetzt wirklich Gas geben, muss jetzt Druck aufbauen und muss vielleicht schauen, dass sie die Spectre das ein oder andere Mal nochmal gekillt bekommen, weil ich glaube, wenn das Radi raus ist, wird es ganz, ganz, ganz schwer. Was wieder so ein bisschen mich zu einem Problem führt, was Batrider natürlich immer die Gefahr ist, man möchte pushen, wenn man Moskau 5 ist, ist natürlich immer ein schwieriges Unterfangen, weil man immer die Angst haben muss, man könnte ja jetzt gleich geholt werden irgendwie von einem Batrider. Ja, vor allem von so einem mobilen Batrider, der jetzt schon wieder 1500 Gold fährt. Ich hatte 9000 Networth auf Zai, also Hammer. Der Batrider, der farmt gut, sehe ich selten. Sehe zwar viele Batriders, aber dass Batrider von Anfang an quasi oben der Network King ist, sieht man nicht ganz so häufig. Macht es aber solide und probiert hier sehr, sehr viele Outtakes, Pickoffs zu finden in der Mitte. ZXC probieren sie jetzt mit einem Tower Push gerade. Troll ist da sehr aggressiv, aber machen sie den noch fertig? Ja, machen sie. Vengeful Spirit kommt nicht mehr ran für einen Stun. Hinten wäre auch Chomi gewesen, kein Ultimate. Afterlife mit Epicenter, Level 2. Und eigentlich muss ich halt sagen, mit dem Sand King, mit der Epicenter Level 2, sie haben ja eigentlich Teamfight, aber trauen sich nicht so ganz gegen das, was Secret ihnen entgegenwirft. Ja, eigentlich ist genau jetzt ihr Zeitfenster. Sie müssen eigentlich genau jetzt fighten, nämlich bevor die Spectre ihr Radi hat. Und ja, Atizi ist getting closer, auf jeden Fall. Also die Zeit läuft schon langsam ab für Moskau 5, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben jetzt Sanj und Yasha auf dem Troll. Gut, damit ist ein solides Item. Entweder so auf den meisten Agi-Carries gibt es im Moment Sanj und Yasha oder Manta-Style. Items geben beide halt so. Surround-Paket, gute Allround-Items auf jeden Fall. Ja, jetzt sind nicht mega exzellent. Ich hätte auch gerne ein frühes Dagger auf ZXC zum Beispiel gesehen, um wirklich auch an Gegner ranzukommen. Vor allem Batrider oder ähnliches. Aber mit dem Sanj und Yasha macht er hier auf jeden Fall nichts falsch. Chomi mit der Hand of Midas jetzt auch gut am Farmen. Ja, schnappt sich da noch den Creep, hat 2000 Gold ready. Das heißt, da wird auch baldiges Aga kommen. Nur die Frage ist, ja, Atizi, wie du sagst, der farmt jetzt ja nicht so gut. Er hat immer noch nur 39 Last Hits. Aber wie du sagst, wie du es schon richtig ausgedrückt hast, getting closer. Also Step by Step. Er stirbt nicht mehr und oben, es kommen zwar die Versuche, aber Atizi, der weiß da ganz genau, was Sache ist. Jetzt dann mit dem nächsten Mirana Ultimate, wollen sie da ihn auch selber wieder ein Schnippchen schlagen. Also probieren sie hier selber mit dem Counter-Go. Da kommt auch Horn, deckt direkt auf, wo die Gegner sind. Also sehr gut gesetztes Horn und da geht jetzt auch Zai rein, bricht den TP ab. Atizi schnappt sich hier, ja gut, schnappt sich nicht den Kill, der geht an Zai, aber weiß nicht, sehr schön eingesetztes Horn gerade von Atizi. Sie wussten, da oben sind Gegner und bestrafen sie direkt für den Versuch, Gank und bieten um. Auch der geht down. Afterlife kommt wieder rein. Ich muss sagen, Afterlife hier gerade der Mann, der am besten performt bei Moskau 5. Die Frage ist natürlich nur, ob es reicht gerade.
traden hier aktuell nicht allzu gut, muss man gestehen. Ja, Afterlife hält die wirklich gerade im Game, muss man sagen. Also seine Map Awareness, wenn gerade irgendwo eine Möglichkeit für ein Pick-off ist, ist wirklich sehr, sehr gut und ja, das öffnet auch so ein bisschen die Map auf und er muss auf jeden Fall weitermachen und ja, wir sind inzwischen wirklich schon bei 3200 Gold Perspekte und bin wirklich gespannt, was Moscow 5 hier auspacken wird, um gegen eine Late Game Spectre dann spielen zu können. Denn ich sag mal direkt, es sei denn, man geht jetzt mit SK-Ulti drauf, ja, oder mit einem Troll, der auf mich zuläuft, haben sie jetzt keine Lösung für die Spectre dann Und später. jetzt Denn sei unten, ZXC wird direkt bestraft, direkt reingeholt. Afterlife steht hinten dran, bringt er da, oh, jetzt kommt das Epicenter, jetzt kommt das Epicenter und der Chase auf Zai, aber er findet hier leider kein Kill Secret, sehr gut positioniert. Nächster Arrow von Puppy wieder auch bereit, währenddessen er ist vor, schnappt sich da erstmal den ersten Kill. Arteezy ist auch mit Horn reingegangen. Afterlife, okay, wird nicht rausgearrowt, schnappt sich da den Stun, findet jetzt vielleicht sogar mit seinem Sandstorm noch Zai, aber schön den Sandstorm abgebrochen. Forstaff kommt und Afterlife gewinnt das Ganze hier doch noch. Währenddessen S4, aber Triple Kill für ihn, Ultra Kill für ihn. S4, der created hier Space, der 12 zu 2, fällt mir jetzt gerade erst auf, was der für abartig dicke Stats hat, dieser Spieler gerade. Wow. Ja. War auf jeden Fall von der Execution her ein sehr, sehr schöner Fight von Secret. Sie haben sehr, sehr viel baitet und haben im Endeffekt in der ersten Welle von Spells nichts verloren. Das war sehr wichtig in dem Moment. Haben dann auch sehr, sehr gut getradet. Die Spectre und der Panda haben sich dann auch von den Supportern gelöst und haben den Troll gechased mit Erfolg. Und ja, ich stehe da auf jeden Fall sehr positiv gegenüber für die nächsten paar Minuten. Secret weiß auf jeden Fall, sie können sich ein bisschen zurücklehnen, sind auf jeden Fall in der dominanten Stellung momentan und das einzige Oh, Problem Puppy, ist. Arrow auf Afterlife. Wird er auch getroffen, S4 kommt direkt hinten dran. Nächster Sandstorm wird zwar bereit. Er kommt auch, ja, okay. Der TP ist auf dem Weg, kriegt Zeit. Ja, cancelt hier den nächsten TP und wartet einfach mit Firefly auf den, ja. Der fühlt sich hier wie so eine Krabbe auf dem Grill. Keine Chance für Afterlife. Wird hier einfach gegrillt. Also Zeit, der spielt extra. Also Zeit und S4, du hast im Draft schon angesprochen. Wird hier wichtig sein für Secret Space zu createn. Und diese beiden, ja, die zerstören die fast gerade im Alleingang. Also Space Creation kann man das fast nicht mehr nennen. Die haben zusammen 18 Kills, Zai und S4 hier gerade. Also, wow. Mega Performance von Ja. beiden hier. Wir sehen auch nicht den Agar Rush von S4. Der geht auf Latz, der geht jetzt auf AC, will sein Team supporten. Die Ice Shards kommen durch. Haunt wird gesetzt. ZXC hat zwar das Aegis of the Immortal, interessiert es Secret aber wenig. S4 geht da direkt rein. Finden sie den Kill auf Beaten um Chomi. Schöner Ultimate gesetzt, aber reicht das Ganze hier aus. Erstmal Chomi geht down. Puppy TP sich direkt raus und währenddessen Arteezy räumt hier einfach komplett aus. Hat noch kein Radiance Ready. Jetzt kann er sich das Recipe leisten nach seinem Double Kill. ZXC im Duell. Arteezy stirbt hier leider noch am Gift, aber 3-1 Trade trotz gut gesetzten Chomi Ultimates und trotz Aegis of the Immortal verlieren sie hier nur Arteezy. Gut, jetzt Sakura, der wird hier wahrscheinlich auch noch down gehen, wobei da ist gerade S4 mit Double Damage Rune. Will der da noch was machen? Nein. Will er nicht, zieht sich zurück. 3-2 Trade, trotz alledem Secret, die da wirklich, weiß nicht, normalerweise, wenn du siehst, Gegnerteam hat Aegis, dann willst du da raus, du willst nicht gegen Aegis fighten, vor allem wenn deine Spectre noch nicht hat. Aber die gehen rein und jetzt auch direkt der Smoke von Zai und S4, also die beiden, die spielen das hier richtig aggressiv und das könnte sein, dass hier ZXC sehr bald direkt, ja, da unten sind sie schon auf dem Weg. Zai findet ihn hier mit Mom direkt der Gang Richtung S4 und der verliert sein Aegis of the Immortal schneller, als er schauen kann. ZXC geht down. Rotation von Afterlife ist da, direkt mit dem Stun drauf. Epicenter hinten dran. Snowball ist auf dem Weg, wird hier auch Zeit des Leben kosten, aber nächster Arrow von Puppy trifft hier wieder den Troll. Oh, da wurde er jetzt selber ein bisschen gestunt. Radiance für Arteezy bereit. Puppy, kommt der da nochmal raus? Das ist jetzt die Frage. Arteezy direkt auf dem Weg, hat Radiance ready. Dagger ist auch da. Chasen sie ihn noch. Dagger auf dem Weg trifft hier ZXC. Der scoutet doch aus. Ich weiß nicht, haben sie gesehen, dass das Radiance bereit ist? Ich glaube noch nicht. Aber, ich brauche Luft zum Atmen. Ja, aber ich denke, das werden sie wahrscheinlich annehmen, dass das Radiance jetzt ab ist. Also, um die 20 Sekunden hat Arteezy auch wieder die Ulti ab und dann wird jeder Teamfight für M5 doppelt so schwer wie vorher. Wird auf jeden Fall, also im ersten Game hatte ich eigentlich auch für Secret gesagt, okay, die haben das Late Game. Ja, aber sie haben sie sozusagen dann outstrategized.
Das sehe ich hier in Game 3 nicht so. Ich sehe hier keine Möglichkeit mit einer Spectre. Oh, der Troll. Du siehst keine Möglichkeit. Wow, ja, der schnappt sich einfach die Creeps. Du siehst, ja, red dich aus. Keine Möglichkeit, gegen die Spectre im Late Game anzukommen. Sehe ich nicht. Die HDC Radiance nach 26 Minuten, obwohl sie dreimal gestorben ist, obwohl sie am Anfang nichts bekommen hat und obwohl sogar so viel Effort investiert wurde, um oben aggressive Spiele zu spielen, und sie hat trotzdem ihr Radi zusammen. Und ich denke, das wird sich im Late Game dann einfach wirklich widerspiegeln und auch in den nächsten Minuten, wenn dann wirklich die Fights unglaublich schwer werden, wenn dann einfach alle Dagger disabled sind, Beno kann nicht reintaggern, Sandkin kann nicht reintaggern und Desmond stirbt wahrscheinlich schon allein von einer Spectre-Ulti, die da ein bisschen mit Radi rumläuft. Es wird auf jeden Fall gefährlich. Ja, kommt die Spectre-Ulti, okay, scoutet auch aus, findet aber niemanden, der wirklich angehbar ist, aber trotz alledem, ja, alleine Chomi, der droppt hier schon Falb und muss erstmal seine Bottle exen, um das wieder zu überleben. Den Rest juckt zwar nicht ganz so sehr, aber es ist natürlich trotzdem gehöriger Schaden, der in den Fights kommt. Und Atizir, was holt er sich jetzt danach? Ein bisschen Tank oder einfach noch ein bisschen mehr Damage? Auf jeden Fall Tank. Er braucht Tank-Items jetzt. Er muss einfach eine Sandkin-Ulti überleben können. Das ist, der muss aus Burst-Range kommen. Und das ist jetzt momentan so sein Ziel. Und das sollte auf jeden Fall hingehen. Also ich rechne hier ganz klassisch mit dem Hard. Oh, Mitte? Ja, in der Mitte jetzt gerade. Afterlife, aber Kuro kommt nochmal raus mit dem Forst of Ice Shards, werden gesetzt, aber Zai auch mit seinem Flame Break gut gesetzt. Das dann von Kuro, ein Snowball jetzt in die Base, aber das auch schon der Arrow von Papi, reicht nicht aus. Afterlife geht hinterher, aber King R stirbt hier direkt, zumindest der T2-Tower wird angegangen, aber Moskau 5, ja, die merken, okay, jetzt ist Radiance bereit, noch können wir dagegen stehen. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen aggressiver gehen und der Troll entscheidet sich als nächstes Item jetzt fürs Eye of Skadi. Und ich muss dir vielleicht in einer Sache widersprechen. Du hast gesagt, so im Late Game kein Weg mit der Spectre klarzukommen. Ich denke, dass Troll trotzdem, wenn er jetzt auch mit Eye of Skadi den Ulti wegtanken kann, im One-on-One gegen die Spectre auf jeden Fall gewinnt. Kommt natürlich dann auch auf Zai und das voran, aber ich glaube, dass Moskau 5 hier im Late Game mit dem Troll doch eine Chance hat, auf jeden Fall. Eine Chance mag sein, aber das Ding ist, er braucht halt eine halbe Stunde, um die Spectre mit einem Hard Down zu hitten, auch weil Dispersion da mitspielt. Ne? Und das ist fast ein Viertel weniger Schaden, Dispersion. Ja? Also, ja, Troll, guter Held, keine Frage. Comeback. Afterlife geht rein auf Atizi und ja, so viel zum Thema. Er muss ein Epicenter überlegen, daher überleben, da hätten wir es ja schon. Und Afterlife, ja, der wird ins Afterlife geschickt. Keine Chance für ihn zu überleben. Da kommt er auch direkt. Ja, weiß nicht, kam da noch der Spectre Ultimate? Der Haunt war auf dem Weg, um nochmal ein bisschen auszuscouten. Da finden hier aber sonst keinen. Arrow wurde weg. Ja, Ice Shots, um den Weg da zu blocken. Aber ja, nächster Kill für Secret und die übernehmen jetzt natürlich Gold. Kraft-technisch langsam die Führung, XP-technisch haben sie ein bisschen verloren, kommen aber auch wieder ran und jetzt glaube ich ist das AC von S4, ja, S4 mit AC, BKB für Zai, also wow, die beiden regeln gerade. Auf jeden Fall und boah, das AC schon ab, das ist so wichtig in dem Moment, dem ganzen Team ist natürlich so viel Armor gegeben und mit einem Vlad auch gleich 15% mehr Damage und Lifesteal auch für die Spectre. Wow, der findet den ja noch, so, mein Gott, der findet da vorne wirklich noch Bignum. Stun von Kuro, der geht ab wie ein Ferrari, der Mann. Also, wow. Ja, ich sehe ihn so, okay, er geht Vorstuff, geht da hoch, denken wir, okay, er kommt da nicht mehr ran und plötzlich, bam, ein Step hinter und den über die halbe Map gezogen. Also, richtig aggressiv hier gerade. Zai weiß ganz genau, was er mit dem Bad Rider machen kann. Und Secret macht sich jetzt natürlich selber dran, nach und nach Moskau 5 ein bisschen die Map Control zu nehmen. Unten ist jetzt gerade der Troll, ja, will den Tower Trade annehmen. Frage ist nur, Secret, können da eigentlich weitermachen? Papi ist schon wieder unten bereit. Wobei, gut, mit Haunt, da kommen die Safety Piece rein.
Und sei ja das Rennauto, der Ferrari unter dem Badger, dass das schon wieder auf den Weg Cyclone kommt. Horn noch nicht bereit, hat Teezy auch noch unten dabei, aber gut, sein Team regelt. King R stirbt direkt, da kommt der TP Arrow, okay, nein, da kommt der Cyclone, cancelt den TP hier gerade vom Troll, der steht oben, kommt er noch raus, dann wird gesetzt. Horn wäre aber auch in 5 Sekunden bereit, wird aber gar nicht benötigt, da Teezy ist stattdessen oben und farmt einfach weiter. Double Kill für S4, der hier einen Hammer Brewmaster spielt. Jetzt kommt Mirana Ultimate und Atizi. Ja gut, weiß nicht, Mirana Ultimate, wofür? Die wollen hier weitermachen. Und Moskau 5 hat keine Ahnung. Direkt der Move in die Mitte. Ja, Bad Zai entscheidet sich hier übrigens so, ja, so anmerkungsweise für das ganz Oldschool Bone 7 Bild. Einfach mit Mom, Four Star, Boots of Travel, vielleicht noch Jules als nächstes, mit dem er halt einfach komplett über die Map eskaliert. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr mobiler Bild, aber das ist genau das, was sie momentan brauchen. Und ich denke mal, der Brewmaster wird als nächstes entweder Aga oder BKB ansteuern und das, dann ist er komplett unsterblich und dann haut er eigentlich nichts mehr aus den Latschen. Und oh, Aga auf Veno, das könnte wichtig werden. Ja, das kann wichtig werden, aber ja, bisher haben sie auch, ja gut, wir haben Level 16 Ultimate auf Sand King. Generell, ich weiß nicht, Moskau 5 hätte auch früher, weiß nicht, bessere Fights nehmen können, aber hier gerade passiert es leider nicht so. Also, weiß nicht, auch mit einem frühen Sand King Dagger Troll, der relativ soliden Farm hat, hätte man früher fighten können. Jetzt oh, gerade nächster Go oben auf Bignum und der kriegt nicht mal Shallow Grave raus. Also, ja, die können da einfach nicht reagieren gegen diesen Zai, Perseverance hat er jetzt bereit. Die Frage ist, Shiva's Guard oder Refresher? Und ich glaube, es wird hier ein Refresher. Es ist nicht viel da, was er mit linken Sphere wirklich blocken kann. Ich nehme an, der geht wirklich auf Doppellasso, um da einfach das ganze Spiel lang zu spielen. Jetzt aber ein sehr aggressiver Go hier gerade auf Jomi. Landet im Snowball. Spectre ist aber da mit Horn. Jomi kriegt den Ultimate noch raus, aber ja, währenddessen riegelt hier Secret. 3 Heroes schon wieder down. Das wird hier gerade in ein komplettes Schlachtfeld für Secret umgewandelt, dieses Spiel. Afterlife da vorne noch erwischt. ZXC ebenfalls, aber mehr passiert hier auch nicht, trotz alledem. Secret schlachtet sich hier gerade einfach durch ihre Gegner durch und ich weiß nicht, Moskau 5 tut sich hier schwer, irgendwie eine Antwort darauf zu finden. Goldkraft mittlerweile 10.000 für Secret, 15.000 XP. Ja, was sollte Moskau 5 denn jetzt machen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also normalerweise denkt man sich so, okay, wenn die Gegner jetzt einen Fehler machen, ja, dann kann ich vielleicht und mache ich vielleicht und gehe ich dorthin und das Ding ist, der Draft von Moskau 5 ist so konzipiert, dass der Peak, ja, wo gerade Epicenter ganz viel Damage macht, ja, wo gerade, sag ich mal, der Troll seine Sange und die Asche bekommt und gerade richtig tanky ist und gleichzeitig gut fighten kann und mit dem Skadi hinterher, der ist eigentlich schon vorbei. Und ich bin der Meinung, man hat halt zu lange Zuschauer-Dota gespielt und die Spectre farmen lassen, wo man gute Fights hätte nehmen können. Und das rentiert sich halt gerade so ein bisschen. Und also es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, weil selbst angenommen, sie gewinnen jetzt irgendwie auf magische Weise die Fights, da kommt ein Buyback von Atizi oder einem anderen Core und sie haben schon gar keine Antwort mehr darauf. Ja. Roshan könnte jetzt natürlich eine Möglichkeit sein, aber auch da. Wie soll oh, Arrow auf Bignum und da oben ja Zeit. Er findet direkt erstmal den Troll, ZXI. Wird auch direkt oben auf den Highground verfrachtet. Ja, runtergeforst, aber in der Mitte, da steht jetzt auch gerade S4. Und räumt im Pit währenddessen einfach auf. Der Troll ist da noch am Fighten. Afterlife wurde hochgewirbelt, kriegt ja auch kein Epicenter raus. Papi steht da bereit. Und Afterlife, ja, kommt er da nochmal weg. Aber das größere Problem ist der Hardcarry, der Troll. Jetzt da läuft er gerade. Kuro steht da aber auch schon bereit. Jetzt kommt auch erst das Horn von Atizi. Ein bisschen fake Horn, Epicenter. Da geht komplett ins Leere. Jomi auch mit dem Ultimate trifft hier gerade nur Zai und er ist vor und da wird er einfach ja komplett aufgeräumt. Afterlife, der überlebt das Ganze, wird da jetzt aber auch gechased. King R ist nochmal rausgekommen, aber im Großen und Ganzen noch in diesem Fight hier gerade. Zai, der regelt dieses Match einfach und es wird der Refresher für ihn werden und jetzt vielleicht sogar der Gang Richtung Roshan. Ist ein Medallion da? Ja gut, sie haben Wave of Terror, sie haben Medallion, ja, dieser Roshan ist easy gemacht und jetzt auch das Heart of Atizi, den kriegen sie nicht mehr da und dieses Game, diesen Boy. Ja, und wie gesagt, das ist das Problem.
2400 HP einfach mal, da steht halt wirklich der Troll eine halbe Stunde, um die Spectre down zu hitten, ja. Und also ich bin ehrlich, ich versuche immer aufzuzeigen, wie kann man das Game noch gewinnen, was muss hier passieren, wo muss ich drehen. Aber mehr als hoffen, dass Secret einfach komplett overextended und reinfeedet, kann Moscow 5 jetzt nicht mehr tun. Ja, was bei diesem Bad Rider vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also Zai, nimmt ja alles, was er kriegen kann, irgendwie. Aber es sind 20.000 Gold, 25.000 XP. Klar, wir sind im Comeback-Meter. Ich habe schon dickere Comebacks gesehen. Aber die hatten teilweise auch dementsprechende Lineups. Und wie du schon sagst, die Spectre, die war vorher ein vorletzter Network-technisch. Jetzt ist er oben mit dabei. Dritter und vor ihr nur eigene Mates, also allen voran eben der legendäre Zai, nächster Mirana Ultimate. Secret arbeitet hier auch sehr, sehr gut mit den Mirana Ultimates. Es vor in der Mitte, Arrow kommt geflogen auf Bignum, kriegt Shallowgrave noch raus, aber ja, da hittet jetzt er einfach es vor so lange drauf, bis er umfällt. Refresher ist da, zahlt auch direkt mit der Rotation nach unten und da wollen sie jetzt, ja, die wollen jetzt ja schon Highground gehen, also Secret, ja, den wird es natürlich auch zu spät, ich meine, Kuro, bei dem ist es jetzt auch 11:30, der will irgendwann auch in die Higher gehen, Secret, ja, sieht so aus, als würden sie dieses Spiel jetzt beenden wollen und sie haben gemerkt, die letzten Fights, Moscow 5 hatte keine Antwort auf das, was wir haben, gehen unten jetzt in die Rex an, Afterlife, aber da kommt direkt das Lasso auf den Sand King und dickes Epicenter ist eine der wenigen Chancen, die sie hier haben und direkt der Gang rein, geht auch down, nächster Lasso Refresher, ZXC Haunt kommt und da der Troll, kommt er dann nochmal weg, Troll, jetzt auf der Flucht, nein, er geht in der Front noch down, er hat keinen Buybacks Snowball auf Artisi und der räumt jetzt auf, Beyond Godlike für S4, Epicenter jetzt für Afterlife, dickes Aft, dickes Epicenter, aber er kriegt hier keinen raus und Artisi steht da einfach drin, jetzt erst kommt der Ultimate direkt von S4 gezündet, King R, hier kommt durch, Double Kill für ihn, Chomi, nochmal der Tornado, die stehen hier jetzt sogar gerade an der Fountain und auch Chomi. Chomi geht down. 60 Sekunden tot und GG Worldplay is called. Moscow 5. Man muss wirklich sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass die Secret hier so einen wackeren Fight geben. Vor allem Spiel Nummer 1. Dieses Team von Moscow 5 hat auf jeden Fall Potenzial und da solltet ihr weiter ein Auge drauf halten. Aber Secret ist einfach Secret. Eine Nummer besser hier gewesen. In Spiel 2, 3, ja, haben sie Moscow 5 einfach beide Male outplayed, muss man wirklich auch sagen. Ja, nichtsdestotrotz, Moscow 5 hat hier gut performt auf jeden Fall. Game 2 würde ich sagen, also Game 1 haben sie sehr gut runtergespielt, sind gegen Secret, in, also die eigentlich so als die Comeback-Könige gelten, haben sie selber ein Mega-Comeback hingelegt, was absolut sensationell war, haben wir beide nicht kommen sehen, weil durch eine wirklich sehr, sehr gute Strategie, die dann sich entfaltet hat, Game 2. Ja, da hat Secret zurückgeschlagen, sag ich mal. Das Imperium schlägt zurück, so nach dem Motto. Und Game 3, es, meiner Meinung nach, hätte man mehr Druck machen müssen, hätte man mehr machen müssen mit dem, was man da hat. Auf dem Peak mehr machen, weil sobald die Spectre da anfängt, Radi zu haben und dann auf, sag ich mal, Health-Items geht, ist eigentlich Feierabend. Da ist Schicht im Schacht mit dem Lineup, was MM5 da hat. Und das hat man dann auch gesehen. Und ich denke aber trotzdem, dass dieses Team, die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Die haben Potenzial, weil ein Spiel Secret einfach so abzuknöpfen, das ist eine Kunst, die nicht jedes Team auf jeden Fall beherrscht. Und war auf jeden Fall eine schöne Series, hat wieder mal Spaß gemacht, mit dir zu casten. Ja, mit dir ebenfalls und wir verabschieden uns. Es wird echt spät. Wir beide ein bisschen fertig, glaube ich. Aber ja, Dankeschön fürs Einschalten. Und in 3 Tagen, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstag sehen wir den Auftakt von Goomba Gaming in der Starlighter zusammen in der Gruppe mit Navi, mit Empire und mit Basically Unknown. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, was unsere deutschen Jungs in der Starlighter machen. Aber alle anderen Matches solltet ihr natürlich auch nicht verpassen. Followt uns einfach, wo immer ihr wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen, Mittwochabend, Donnerstag, Nacht, Morgen, je nachdem, wie man es nimmt. Auf jeden Fall von uns war es das. Servus, bis dann.